Saudi-Arabien ist ja faktisch auch ein islamistisches Regime. Und wenn man überlegt, wo die Bedrohung in Deutschland herkommt, die kommt tatsächlich von der ganz anderen Seite auf den ersten Blick, vom politischen Spektrum. Wenn man Alexander Gauland nimmt, wir sind hier gerade in Potsdam, der 2002 schon große Bewunderung für Islamisten gezeigt hat, weil er gesagt hat, die haben wenigstens noch was, woran sie glauben und wofür sie bereit sind, richtig zu kämpfen und zu sterben. Dann kann man sich überlegen, dass die AfD, Pegida und Co. genau dasselbe für Deutschland wieder wollen, nämlich ja, so einen monolithischen Block, die Deutschen, das Volk gegen alle anderen, gegen die Minderheiten. Jeder, der eine andere Meinung hat, wird da ausgeschlossen. Und ja, das ist die einen gegen die anderen, das eigene gegen das Fremde. Das ist am Schluss von der Geisteshaltung gar nicht so weit weg von dem, was wir aus Saudi-Arabien kennen.